Ja, also, unsere Helden haben es sich doch anders überlegt. Sie wollen jetzt doch noch ein paar Tage, wenn nicht sogar eine Woche, hier in Gashok verbringen und erstmal ihre Wunden heilen und vielleicht ein wenig Geld verdienen in den Gasthäusern. Durch Tanzeinlagen von Myrrhem, vielleicht ein bisschen Akrobatik. Wir könnten auch versuchen, eine neue Flöte für sie zu bekommen. Aber das wird ziemlich teuer sein. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wie spät wir es haben. Wir haben es 9 Uhr. Das ist ziemlich früh. Da werden die Tavernen uns noch nicht reinlassen. Und auch keine Gäste haben. Stimmt, da war ein Zelt offen. Da können wir mal reingucken. Mit etwas Glück ist das ja ein Waffenhändler. Hallo? Da. Ah, Kräuterhändlerin. Haben wir noch was zum Verkaufen? Eine Daniele. Nee, das wird nix. Ja, wir haben echt nur die Waffen zu verkaufen und ein paar Proviantpakete. Wir haben ein Silbertaler, 7 Heller. Gut. Dann verkriechen wir uns mal eine kleine Ecke. Schlafen wir ein wenig und hoffen, dass morgen der Markt auf hat. Also, Wache halten, tun, Tirik, Gerogon, Myrrhem. Schlafen. Wirklich schlafen. 23 Stunden ist okay. Wir haben ja unsere Decken, also dürften sie nicht allzu doll frieren. Was für die Jahreszeit haben wir eigentlich? Herbst. Ah ja doch, da könnten sie doch schon langsam anfangen zu frieren. Na, und immer noch keine Zelte da. Wir haben, es ist Markttag, 19. Born. Warum ist denn am Markttag kein Markt? Das ist auch komisch. Aber na gut, lässt sich nicht ändern. Vielleicht ist hier das alles ja ein wenig anders. Die Stadt ist sowieso ein wenig komisch. Zur Begrüßung werden wir gleich mit Bolzen beschossen und dergleichen. Tirik, Gerogon, Myrrhem, schlafen. Jo, 24 Stunden. Und er ist eingeschlafen während der Wache. Und ja, Wache halten dürfte doch relativ wichtig sein. Gerade weil wir halt angegriffen wurden beim Betreten der Stadt. Und die Zelte sind da, sehr schön. Also, am Preiostag ist hier wohl Markt. Das passt ja zu den Bannstrahlern. So, in welchem Zelt waren wir jetzt schon drin? Wir waren in dem Zelt hier etwas abseits. Dann haben wir noch das, das und das. Also wahrscheinlich ein Krämer, ein Waffenhändler und... Was ist das vierte Zelt? Irgendwas muss doppelt da sein. Bestimmt der Krämer. Sehr schön. Verkaufen. Wir wollen gleich verkaufen. Und zwar Myrrhem will verkaufen. Das, das und das. Und den Säbel würde sie eigentlich auch verkaufen. Aber nur, wenn sie dafür einen Langbogen bekommt. Da müssen wir erstmal gucken, ob sie was hat. Ich wage mich zu erinnern, dass es hier nicht so gut bestückt war. Also Pfeile gibt es schon mal. Kurzbogen, Langbogen, 5 Dukaten. Rüstung gibt es keine. Oh doch, oh. Das ist ja... Also ich hätte schwören können, wir waren schon mal... Oder war es eine andere Stadt? Wir sind schon mal durch ein, zwei so kleinere Städte gekommen. Und das Größte an Waffen, was die da hatten, waren Knüppel und Speere. Aber hier sind die ja richtig gut bestückt. Also, mit Waffen. Verkaufen? Myrrhem? Den Säbel bitte auch noch. Tirik Pfeil, 14% und wir haben 6 Dukaten. Sehr schön, davon kaufen wir uns. Einen Langbogen. Und wie viele Pfeile können wir uns dafür leisten? Das ist schon zu viel. Wie viele Pfeile wollen wir zurücklegen? 11. So, probieren wir mal. Falschen Trick. Sehr gut. Wir haben noch 9 Silbertaler. Nicht viel, aber dafür hat jetzt Myrrhem endlich eine ordentliche Waffe, mit der sie auch jetzt gut Schaden machen könnte. So. Auch wenn 20 Pfeile nicht besonders viel sind, aber wir haben hier eh vor, noch eine Weile hier zu bleiben. Das heißt, wir schlafen jetzt erst einmal, bis es Abend wird. So.
direkt mit eurem Girogon schlafen. Ja, keine 21 Stunden, sondern sagen wir mal 6 Stunden. Wie spät haben wir es dann? 17 Uhr, das ist doch eine gute Zeit für Taverne. Kein Bier vor 4, wir haben es 5, passt. Und das hier müsste eigentlich eine sein. Hoffentlich lassen die da Elfen rein. Ah, sieht schon mal sehr besucht aus. Gehen wir an einen besetzten Tisch. Wir hätten gerne eine Kanne Tee, einen Krug Wasser oder 4 Milch. 4 Milch hätten wir gerne. Das ist eine komische Taverne. Also, Mürren. Du tanzt bitte. 2 Dukaten, 6 Silbertaler. Fast so viel wie für einen Säbel bekommen. Das ist schon mal ordentlich. Dann macht Mürren noch Akrobatik. 8 Silbertaler. Und den Rest sollten wir lassen. Musizieren können wir nicht. Also verlassen wir die Taverne. Das hat sich schon mal sehr gelohnt. Aber trotzdem ist mir diese Taverne sehr suspekt mit dem Milch und Tee und so weiter. Also kein Alkohol. Gucken wir doch mal, ob es hier im Sveltaler ein wenig normaler zugeht. Süden, Norden. Da ist der Sveltaler. Müssen wir noch den Eingang finden. Hier. Zwerge kriegen hier nichts. Also sie haben anscheinend nicht nur etwas gegen Elfen, sondern auch gegen Zwerge. Na gut, dann muss Tiri ganz kurz draußen bleiben. Wir huschen nur kurz rein, tanzen ein wenig, trinken 3 Milch. Mürren, tanzen. Ich denke, im Moment sollte nicht schon wieder versucht werden, den Leuten etwas vorzuhüpfen. Ah, also wir können das wohl nur einmal am Abend machen, egal wie viele Tavernen wir abklappern. Das ist ein wenig schade. Probieren wir nochmal. Nö. Dann verlassen wir die Taverne. Treffen uns wieder mit Tirik. Und gehen mal in eine richtige Herberge. Das haben wir uns verdient. So. Zwar erstmal nur der Schlafsaal. Alles andere ist zu teuer momentan. Aber ist schon mal ein guter Anfang. Schlafen wirklich? Ja. Dach und Fach. Da wollen wir raus. Wie viele Dukaten haben wir denn jetzt? Wir haben 3 Dukaten. Dafür werden wir wahrscheinlich... Und der Markt ist wieder weg. Der scheint echt nur an einem Tag der Woche zu sein. Das ist sehr ärgerlich. Ich wollte gerade sagen, wir könnten gucken, ob wir für 3 Dukaten irgendein Musikinstrument sein kommen. Muss ja auch nicht ihr sein. Einfach irgendwas. Aber nee, anscheinend nicht. Na gut, wo wir schon mal hier sind, könnten wir uns noch ein wenig umhören wegen dem Attentat. Für Spitzohren tue ich gar nichts, damit das mal klar ist. Eigentlich sollten Girogon und Talana hier alleine rumlaufen. Also, Mürren, bleib bitte hier. Girogon, sprech mit dieser komischen Zwergenfrau. Was kann ich für die Herrschaften tun? Attentat. Wisst ihr etwas über den Armbrustbolzen, der aus dem Hinterhalt auf uns aufgeschossen wurde? Welch tragisches Unglück. Nein, höre ich zum ersten Mal davon. Schon mal sehr suspekt, dass sie es ein Unglück nennt. Was ist mit den Bannstrahlern? Die haben da etwas Komisches auf dem Marktplatz veranstaltet. Tut mir leid, aber ich muss jetzt weiterarbeiten. Das kommt mir jetzt allerdings so vor, als wenn sie nichts drüber sagen will, weil sie Angst hat. Okay. Das ist schon mal ein weiteres Zeichen. Wer wird diesmal geschlagen? Ja, also es kommt jemand angeritten, springt von seinem Pferd, verpasst Girogon eine schallende Ohrfeige und reitet dann weg. Keiner weiß, was los ist, bis dann ein alter Mann vorbei wackelt und sagt, zu viel Schwefel, zu viel Schwefel. Mal wieder einer der komischen Zwischenfälle. Und das Ding da, das sollten wir uns mal angucken. Ihr steht vor den verkohlten Mauern eines abgebrannten Gebäudes. Wir durchsuchen die Ruine. Nach dreistündiger Suche brecht ihr das Unternehmen ab. Ein Mühlstein lässt Talana vermuten, dass die Ruine früher als Mühle gedient hat. Innenwände und Einrichtungen scheinen im Verhältnis zum Äußeren noch gut erhalten. Talana schließt daraus, dass das Feuer nicht im Gebäude selbst entstanden ist. Oh, okay. Das war also auch kein Unfall. Das wurde abgebrannt.
Vielleicht, weil es einem Elfen oder einem Zwerg gehört hat. Oh, wir müssen tierisch vorsichtig sein in dieser Stadt. Können wir hier mal sprechen? Ja, wir werden sogar vorgelassen, obwohl wir Elfen und Zwerge dabei haben. Das ist schon mal sehr gut. Hallo? Ich wünsche euch Gesundheit und ein langes Leben. Und bei mir bekommt ihr alles Nötige dazu. Was kannst du uns über die Mühle sagen? Man munkelt, es wäre Brandstiftung gewesen. Aterion, der Müller, hat jedenfalls am Tag darauf die Stadt verlassen. Aterion? Ich muss wieder und eure Kräuter sehen auch ganz schön welk aus. Will sie also auch nichts zu sagen? Die leben hier wohl wirklich alle in Angst vor den Bannenstrahlern? Das ist eigentlich etwas, worum das wir uns dringend kümmern müssten, aber mit 4 Leuten, die auch alle schlecht ausgerüstet sind, sollten wir vorsichtig rangehen. Also wir können unsere Zeit, die wir jetzt eh hier verbringen müssen, ruhig damit verbringen, ein wenig Nachforschung anzustellen. Aber wir sollten nicht zu doll nachhaken. Nein, wir haben kein Geld für ein Amulett. Also ja, wir sollten nicht zu doll nachhaken, sonst kriegen wir irgendwann Probleme. Das grantige Nachhaken machen wir dann später, wenn unsere Gruppe wieder komplett ist. Und einigermaßen ausgerüstet. Also, wir schlafen jetzt erstmal bis zum Abend. Wirklich schlafen? Ja. Ich glaube, 4 Stunden reichen schon. Wir sind ja lange genug durch die Gegend getorkelt. So. Wo waren wir jetzt hin? Hier war die komische Taverne. Da will ich nicht wieder hin. Oder war das der Sveltaler? Zwerge kriegen hier nichts, ne? Nee. Also wir waren jetzt im Sveltaler. Wir waren im Tag und Nacht. Genau, da ist der Sveltaler. Hier unten war Tag und Nacht. Da ist eine Herberge. Herberge. Gibt es hier noch eine Taverne? Ja, zweite Heimat. Da rein. Zweite Heimat. Und Elfen und Zwerge dürfen reiten. Schon mal sehr schön. Es gibt mal wieder nur Milch. Und Mörrum würde gerne Akrobatik betreiben. 4 Silberlinge. Da scheint sie nicht besonders gut drin zu sein. Und einmal tanzen bitte. 1 Dukate, 2 Silberlinge. Sehr schön. Dann sind wir jetzt inzwischen bei 5 Dukaten. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich davon ein Wirselkraut kaufen, was nicht wirklich viel bringt. Oder wir warten, bis Markttag ist. Oh, da waren die Bannenstrahler. Ne, das war der Heiler. Oh, wir können mal beim Heiler vorbeigehen, aber nicht mitten in der Nacht. Also, morgen früh gucken wir zum Heiler und hoffen, dass der Markt wieder da ist. Schlafsaal, 1 Nacht, jupp. Wirklich schlafen, ja. Und hoffen dann mal, dass der Heiler ein paar Informationen hat. Die sind ja meistens recht nette Gesellen, weil es ihre Aufgabe ist, Menschen zu heilen. Ehrenbrecht Tralopper. Hallo Ehrenbrecht. Wunden oder Krankheit? Weder noch. Was kannst du uns über Aterion den Müller sagen? Ich muss weitermachen. Okay, können wir nochmal mit dir sprechen? Nein. Ja, da sollten wir nicht zu viel nachhaken. Also Aterion erstmal nicht nachfragen. Aber wir können ja nochmal über das Attentat fragen, über die Bannstrahler. Und allgemein über die Sümpfe. Vielleicht hier beim Krämer. Alle 12 mit euch, verehrte Kundschaft, und herzlich willkommen in meinem Reich. Ich bin sicher, wir werden hier etwas für euch finden. Kannst du uns etwas sagen über die Bannstrahler? Verzeiht, ich habe Kundschaft. Ja, wir sind eigentlich die Kundschaft, aber gut. Hast du... Oh, wir können eine Flöte kaufen. 2 Silbertaler. Harfe kostet 11 Dukaten. Nee. Da muss eine Flöte reichen. Wo wir schon mal hier sind, wollen wir noch etwas kaufen. Schuhe zum Beispiel. Schlafsäcke sind viel zu teuer. Schuhe sind fast 1 Dukate. Könnten wir uns aber leisten. Und wir haben momentan... Doch, wir haben Stiefel an.
sind die Stiefel noch einigermaßen tragbar. Sehen noch fast aus wie neu. Deine. Die Nähte sind schon aufgeplatzt und die Sohle hat bereits Löcher. Das sollte verkauft werden. Terix, Nähte sind auch aufgeplatzt. Kann zusammen mit Gerugans verkauft werden. Schon ziemlich abgelaufen. Ja, okay, verkaufen wir auch. Wenn wir jetzt zurück in den Sumpf wollen, dann sollten wir auf jeden Fall gutes Schuhwerk haben. Und eigentlich auch Schlafsäcke und alles andere, um die Nacht einigermaßen gut zu überstehen, weil sonst werden unsere Helden krank und wir haben momentan auch keine Kräuter, um die Krankheiten zu heilen. Also wir hätten gerne 1, 2, 3 mal Schuhwerk, kein Essbesteck, dann die Flöte und sonst erstmal nix. Dietriche wären noch praktisch. Könnte Terix sich dran versuchen. Aber ne, wir haben immer noch Talana, das passt schon. Oh, 5 Dukaten. Und wir haben nur 2? Wie kommt denn das? Ah ne, wir haben 5 Dukaten. Okay. So, falschen Trick. Jo. Und jetzt würden wir noch gerne erstmal gucken, welche die neuen Schuhe sind und welche die alten. Ich glaube, die rechten waren alles die alten. Ne, die sind okay. Flup. Die sind anscheinend alle okay. Ach, jetzt habe ich die vertauscht. Also, die sind alle okay. Die hier. Die sind jetzt plötzlich auch alle okay. Oh, ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Also, wenn man Schuhe kauft und alte Schuhe im Inventar hat und die neuen Schuhe in denselben Charakter reinkommen wie die alten Schuhe, werden alle Schuhe neu. Das ist komisch, ist aber so. Na gut, haben wir jetzt 3 heile Schuhe. Und 2 Dukaten. So, raus hier. Und wir sollten erstmal wieder abspeichern. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen besser vorbereitet. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob wir jetzt schon losgehen sollten. Eigentlich bräuchten wir mindestens noch 2-3 Belmat-Blätter, falls irgendjemand krank wird und Dumpfschädel bekommt, damit keine blaue Keuche draus wird. Und Myrrhum braucht noch mehr Pfeile. Aber gut, das müssen wir in der nächsten Folge entscheiden. Jetzt wird erstmal abgespeichert. Wirklich sicher ein Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, LP 41, weil es letztes Mal ja irgendwie daneben ging. Also sehen wir uns gleich wieder.